Sehr schön. Ich freue mich, dass ihr da seid und kleine nette Runde. Wir fangen mal wieder im Stehen an und wäre schön, wenn ihr euch eine Wand einfach nur zu Hilfe nehmt. Hier mal meine Haustür, hier würde ich gerade sagen. Dann seht ihr mich, glaube ich, ganz gut. So. Eure Hände gerne so auf Schulterhöhe ungefähr an die Wand. Und dann musst du dich Ja. dann nochmal platzieren, damit du mich dann auch siehst. So. Wunderbar. Oh, da kommt jemand rein. Helena. Ja, du bleibst mal an der Wand. Genau, Füße ein bisschen dichter, Svenja. Ich zeig gleich. Genau, relativ parallel zur Wand So, durchstellen. okay. Gut. Ganz genau. Und es geht jetzt darum, dass wir ein bisschen, also quasi die Kobra im Stand machen wollen, wenn man so will. Ganz genau. Und zwar könnt ihr ruhig ein bisschen dichter gehen, dass ihr ein bisschen eine Beugung in den Armen habt. Und dann euch quasi mit den Händen aktiv quasi in die Streckung kommt und euch nach hinten lehnt. Ihr dürft euch gerne auch den Kopf in den Nacken fallen lassen, das für euch angenehm ist. Beine am besten gestreckt. Ihr solltet dann auch wirklich schön im Rücken was spüren. Also ich merke es sogar am unteren Rücken. Ich habe den ganzen Tag gesessen. Hallo Lena! Hörst du mich, Lena? Ja, wunderbar. Bleib mal schön drin. Lena, hörst du mich? Lena, hörst du mich? Kein Ton? Hörst du mich nicht? Ich höre dich. Also ich habe Geräusche bei dir. Genau. Jetzt höre ich dich. Wunderbar. Hallo Lena. Wir sind an der Wand oder an der Tür. Also, Arme Schulterhöhe. Gerne die Arme etwas gebeugt. Möglichst auch gerade Stand, dass sie parallel zur Wand steht. Und dann hier richtig schön nach hinten einmal mit den Händen quasi wegdrücken von der Wand. Schön eine Rückbeuge kriegen. Ganz genau. Ja, Svenja, wunderbar. Genau. Und hier wirklich schön mal drinnen bleiben. Also dürft den Rücken auch spüren. Dann merkt ihr nämlich auch wirklich, dass sich da unten was tut. Das soll auch so. Wir machen da noch eine Minute. Bleibt mal schön intensiv drin. Ich stelle einmal meinen Timer, damit ihr hier nicht stundenlang in der Bewegung bleibt. Sehr schön, richtig schön wegdrücken mit den Armen. Jetzt würdet ihr die Wand wegschieben wollen. Ja, richtig schön. Da darf man richtig schön ins Hohlkreuz fahren, dass es wirklich auch ein bisschen zieht im unteren Rücken. Sehr gut. Und noch 20 Sekunden. Dann wechseln wir gleich einmal die Position. Wunderbar. Dann löst gern einmal auf, schüttelt euch kurz, macht euch mal kurz, lasst euch mal kurz abrollen, einmal kurz die Gegenbewegung, einmal richtig schön abrollen und ein bisschen aushängen. Ganz genau. Mal Wirbel für Wirbel runter, ein bisschen aushängen, ein bisschen von links nach rechts rücken. Nur ganz kurz als Gegenbewegung. Sehr schön. Rollt euch wieder auf. Und dann kommen wir mal in den Sitz. So. Bei mir ist jetzt das linke Bein vorne. Das rechte Bein, den Fuß setze ich neben meiner rechten Pobacke ab. Ihr kennt das auch mit beiden Beinen, aber wir machen das halt mit einem Bein, damit wir auch länger drinnen bleiben können. Das ist relativ anstrengend. Also Fuß parallel neben dem Po, richtig den Po auch richtig ranschieben an den Fuß, noch ein bisschen nachjustieren und dann gerne mit dem Unterarm, entweder mit einem, mit dem linken, wenn das geht, abstützen, dass ihr richtig schöne Dehnung habt.
Also das Bein, das angewinkelte, soll wirklich schön am Boden bleiben. Also bis zum Knie am Boden, ganz genau. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch den rechten Ellbogen noch abstellen, wenn das auch geht von der Mobilität. Oder so wie Dagmar, einfach ablegen. Das geht natürlich auch. Und hier wirklich schön. Die erste Minute wollen wir einfach nur mal so halten und da drinnen bleiben. Und in der zweiten Minute gucken wir mal, dass wir auch ein bisschen mehr Druck ausüben. Das sage ich euch dann aber gleich. Erstmal bleiben wir noch so eine halbe Minute so drin. Atmet schön entspannt. Schließt gerne die Augen. Kopf könnt ihr schön den Nacken fallen lassen. Svenja, musst du nicht so angestrengt nach vorne gucken, wie du magst. Nee, das ist so, ist mir so lieber. Okay. Ja, was für dich gerade angenehm ist, Das ganz ist genau. bequemer, als wenn ich ihn so fallen lasse. Das ist Ja. auch unangenehmer. Wunderbar. So, und jetzt bleibt mal in der Position und jetzt macht mal, jetzt spannt mal richtig das rechte Bein ganz doll an und presst euer Knie Richtung Boden, in den Boden, euer Schienbein in den Boden aktiv. Dann merkt ihr noch mehr Zug vorne auf dem Oberschenkel und im Hüftbeuger im besten Fall. Dann einmal kurz wieder ein bisschen die Spannung lösen und noch mal ganz, ganz fest reinpressen in den Boden. Und wieder lösen. Mach das mal weiter. Kurz drinnen bleiben für 5 Sekunden. Richtig reinpressen in den Boden. Und wieder lösen. Und noch einmal richtig reinpressen. Und lösen. Wunderbar. Dann kommt einmal vorsichtig raus aus der Bewegung, aus dem Sitz. Einmal, wir machen direkt einen fliegenden Wechsel, Beinwechsel. Ich drehe mich noch einmal. Rechte Bein ist vorne, linke Fuß neben der linken Pobacke. Ja, da merke ich schon, bei mir ist die Seite nicht so gut. Rückt schön mit dem Popo noch an eure Ferse ran, an die angewinkelte. Guckt, dass ihr hier wieder schön das Bein am Boden habt. Und versucht wieder, geht mit dem rechten Ellbogen erstmal tief. Und wenn es dann geht, auch gerne mit dem linken dazu. Oder so wie Dagmar wieder einmal ablegen, je nachdem, was eure Mobilität zulässt. Svenja, alles gut? Ja, ich habe einen Krampf oben auf dem Fuß drauf. Oh. Deswegen muss ich mich hier mal gerade so langsam reinbeugen, also reinkommen in die Okay. Bewegung. Aber ich kriege Okay. sofort, wenn ich hier, ich brauche noch einen Augenblick. Alles gut. Also oben auf dem Spann, ne? So, Ah. jetzt geht's langsam. Ja, okay. Ja, ich bin Ja, ja auch nicht, sonst. mehr die Jüngste hier, ne? Wird Ich ja auch kenne an das. der Zeit. Sonst mach so, Nee, ja, das dass du geht. den Also Fuß, ja, okay. ich komm jetzt, das ist immer der erste, keine Ahnung. Sehr Habe schön. ich öfter. Das ist immer Okay. der erste Moment. Und dann So. irgendwann geht's dann. Du kommst Aber gut. nochmal und schiebst ihn weg zur Seite und machst den Flex, den Fuß, wenn das geht. Dann hast du nicht die Spannung auf dem Fußspann. So. Und jetzt presst wieder einmal richtig schön. Den linken Unterschenkel in den Boden. Das würdet ihr richtig tief in den Boden wollen. Schön anspannen, richtig schön Spannung aufbauen und kurz lösen. Luft holen und nochmal richtig schön in den Boden, richtig spannen. Halten und wieder lösen. Und nochmal richtig rein. Und wieder lösen. Wunderbar. Okay. Kommt langsam wieder raus aus der Bewegung.
Und einmal schwungvoll in den Vierfüßler. Ja, die Hände unterhalb der Schulter abgestellt. Genau, schön lang. Knie könnt ihr ein bisschen weiter hinten. Müssen nicht direkt unter eurer Hüfte sein. Wenn ihr ein bisschen mehr, jetzt würdet ihr so ein Push-Up machen wollen, auf den Knien. Ein bisschen weiter hinten abstellen. So, und hier lasst euch einfach nur, könnt gerne die Knie auch am Boden lassen. Das ist jetzt nicht so, geht jetzt nicht darum, dass man jetzt den ganze Bein irgendwie in der Luft hebt oder wie auch immer. Ihr könnt auch die Füße hinten aufgestellt lassen. So, und einfach richtig schön die Leiste Richtung Boden sinken lassen. Einmal richtig schön in den Boden sinken lassen. Ja, super mobil seid ihr alle. Sehr schön. Bei Dagmar ist immer Action. Das ist krass. Heute ist immer was los. Ich mach's kurz. Nee, alles gut. Ich habe nichts gehört. Alles ich habe auch nichts gehört. Ja, es ist für mich immer eine Überraschung, was gerade so kommt. Alles gut. Also es war, ich habe nichts gehört, ich habe nur gesehen, dass bei dir ist immer einer unterwegs und deine Tochter. Aber sie scheinen sehr vorbildlich leise zu sein. Ja. Ich nehme immer noch viel Rücksicht auf deinen Sport. Dann schon gut gebrieft. Sehr gut. Sonst gibt es Burpees, was? Oh! Strafburpees werden zu Hause verteilt. Sehr geil. Ja. Einmal Zimmer auf. Oder 20 Strafburpees. Geil. So, jetzt versucht mal, spannt mal ganz doll. Jetzt versucht mal wieder ganz doll Spannung aufzubauen, eure Knie in den Boden zu rammen. Ganz viel Spannung aufbauen und die Knie in den Boden. Ihr merkt ja auch, hinten ordentlich. Der Po arbeitet mit. Alles arbeitet mit. Vorne wird schön gedehnt. Und nochmal kurz loslassen, die Spannung. Und nochmal richtig anspannen und die Knie Richtung Boden pressen. Ah, sehr schön. Nochmal kurz lösen. Und dann noch einmal und richtig anspannen. Super. Sehr schön. Kommt einmal kurz raus und einmal zurück in die Position des Kindes. Gerne Arme gestreckt vorne oder an der Seite vom Körper, was ihr gerade für euch besser empfindet. Po auf den Fersen. Ein bisschen von links nach rechts schaukeln, ein bisschen lockern. Wunderbar. Mit der nächsten Ausatmen rollt euch einmal wieder auf in den Vierfüßler. Und dann kommen wir mit den berühmt-berüchtigten Spider-Man Reach, wie man so schön sagt. Nimmt gerne das rechte Bein nach vorne. Hintere Bein könnt ihr am Boden liegen lassen. Taten, Unterschenkel, ganz genau. So, kommt erstmal in die Aufrechte. Und dann versucht mal hier, oft haben wir ja das, wie so schön ins Hohlkreuz gehen. Jetzt wollen wir mal richtig das Becken aufrichten. Richten mal richtig schön das Becken auf. Ganz bewusst könnt ihr mal richtig auch mit den Händen mal so gegensteuern. Dann merkt ihr nämlich jetzt, wie es hier links ordentlich zieht, oder? Linke Oberschenkel vorne, linke Hüftbeuger, der müsst jetzt ordentlich arbeiten. Wunderbar, genau so. Schön atmen. Und richtig schön aufrichten. Dann ist auch der linke Po, die Po-Back gleich mit angespannt. Wunderbar. Und atmet schön weiter. Sehr gut. Doch, Geräuschkulisse.
Alles gut. Ja, mit der Musik, das habe ich noch nicht rausgefunden. Ohne dieses Overlay zu nutzen, wie das mit der Musik hier funktioniert. Das tut mir leid. Das habe ich leider noch nicht so... War das noch nicht raus. Sound teilen oder so? Ja, das kriege ich auf jeden Fall noch raus. Das tut mir leid. Ich habe so schöne Musik auch schon mal rausgesucht. Also ich finde das schöne. Auf jeden Fall findet das, wird sich dann zeigen. So, okay. Kommt einmal kurz raus. Wechselt direkt mal das Bein. Linkes Bein nach vorne. Hintere Bein könnt ihr ablegen, Fuß ablegen oder aufstellen. Und dann spürt man wieder den Unterschied. Erstmal dieses Hohlkreuz, wie man sich so mal nach vorne beugt und dann einmal zack, Becken aufrichten. Andere sagen kippen. Für mich ist das ja kippen. Und das die Aufrichte. Ganz genau. Und auch hier könnt ihr, wenn ihr mit dem linken Fuß trotzdem noch versucht, ein bisschen nach vorne zu krabbeln, trotzdem versuchen, aber aufrecht zu bleiben, das Becken aufrecht zu halten. Könnt ihr dadurch sogar noch die Dehnung intensivieren am rechten Oberschenkel, Hüftbeuger. Und schön atmen. Sag mal, gibt noch Anweisungen nebenbei. So, du machst jetzt die Wäsche, du machst Abendessen. Guck mal, jetzt hat sie noch. Gibt ihr noch. So ist das. Gut erzogen da am Hause, Dagmar. Mit Knick sogar, okay. Das ist Trinkgeld vergessen, sag mal, oder? Ja, sonst kommen ja die Strafgurbis. Ach so, ach, stimmt. Stimmt. Das ist so schön. Herrlich. Sehr schön. Bleib mal noch kurz drin. Ich mache mal kurz meinen schlauen Zettel. Der hat ja ein bisschen eine Reihenfolge überlegt. Wunderbar, okay. Kommt einmal kurz raus. Und dann legen wir uns auf den Bauch. Arme links und rechts voneinander auf Schulterhöhe gestreckt. Und dann gehen wir mal in den Skorpion. Das heißt, mit dem linken Bein, dem linken Fuß über den Rücken versuchen wir Richtung Hand zu kommen. Unsere rechte Hand. Linke Arm bleibt am Boden. Und haltet hier auch mal wirklich schön in der Endposition. Knie will Richtung Himmel von dem angebeugten Bein. Dann bleibt mal richtig schön für ein paar Atemzüge drin. Für 3-4 Atemzüge auf dieser Seite. Und dann wechseln wir direkt einmal die Seite und machen so ein bisschen so einen kleinen Flow. Genau. Nach 3-4 Atemzügen kommt zurück zur Mitte. Guckt, dass ihr immer noch eine gute Ausgangsposition habt, die Arme parallel sind. Und guckt mal, wie es auf der anderen Seite läuft. Den rechten Fuß zur linken Hand bringt. Rechte Hand bleibt am Boden. Kopf entweder abgelegt oder ihr nehmt ihn mit und lasst ihn in der Luft, was angenehm ist für euch. Auch hier 3-4 Atemzüge. Richtig schön tief ein- und ausatmen. Dann kann man auch schön die Augen schließen, zurück zur Mitte und dann wechseln wir wieder die Seite. Linker Fuß will zur rechten Hand, Knie Richtung Himmel, richtig schön aufdrehen, richtig schön twisten. Bleibt hier wieder drin für 3-4 Atemzüge. Und wieder zurück zur Mitte. Und nochmal die andere Seite. Rechter Fuß zur rechten, zur linken Hand. Schön atmen. Macht es sehr gut. Und wieder zurück zur Mitte. Jede Seite noch einmal. In eurem Atemrhythmus.
Sehr schön. Wunderbar, wenn ihr soweit seid. Genau, kommt einmal zurück über den Kniestand in den herabschauenden Hund. Erstmal schön eure Brust Richtung Boden. Fersen wollen in den Boden. Kopf geht schön zwischen den Schultern durch. Macht euch mal richtig schön auf. Vorne. Bleibt mal hier noch drin für ein paar Atemzüge. Richtig schön entspannen. Du kannst gerne noch ein bisschen dynamischer. Nimm gerne mal die Fersen abwechselnd Richtung Boden. Die Hüfte von links nach rechts ruhig ein bisschen mitnehmen. Ja, sehr gut. Richtig schön einmal durchbewegen. Wunderbar. Und kommt einmal zurück über den Stütz und bringt eure rechten Fuß in die Taube, quasi in die Position der Taube gehen wir nochmal. Versucht den Fuß möglichst parallel zum Mattenrand zu bringen. Das fällt mir extrem schwer, muss ich sagen. Diesen 90-Grad-Winkel kriege ich nicht hin. Beneide alle, die es können. Ich gehöre auch nicht zu, ich kriege es auch nicht hin. Aber bei den anderen beiden, ja, sehr gut. Ja, Dagmar ist kein Maßstab, da darf man gar nicht hingucken. Die kann das immer so gut. So, und dann versucht mal, wenn ihr den rechten Fuß vorne habt, die linke Hüfte trotzdem zum Boden zu bringen, weil die will gerne aufdrehen. Versucht mal, die linke Hüfte zum Boden zu bringen, dass ihr wirklich parallel seid mit eurer Hüfte Richtung Boden. Legt gerne die Arme ab, Kopf auf eure Hände, entweder bildet zwei Fäuste übereinander oder auf den flachen Händen gerne die Stirn ablegen und mal richtig schön in die Dehnung reinatmen. Spürt mal richtig schön die Dehnung in der Po-Backe. Manchmal ist es ja so, dass der Fuß dann gerne ein bisschen, dass man ein Stück für Stück ausweicht in der Bewegung. Guckt nochmal, dass ihr nochmal nachjustieren könnt. Vielleicht kann der Fuß dann doch nochmal ein bisschen mehr nach vorne wandern in den 90-Grad-Winkel. Ganz genau. Sehr gut. Genau. Bleibt mal da schön drin. Kopf entspannen. Nacken entspannen. Und schön atmen. Bleiben wir noch 30 Sekunden drin. Ja, sehr schön. Denkt an eure Hüfte, dass sie schön parallel zum Boden geht. Links nicht aufbricht, sondern wirklich auch schön parallel bleibt. Sehr gut. Dann löst einmal kurz auf, kommt kurz zurück, setzt den Fuß zurück und kommt nochmal in den herabschauenden Hund. Rückt euch hier nochmal die Brust nochmal richtig schön zum Boden, lockert nochmal die Beine, dreht nochmal auf der Stelle, nehmt die Hüfte aktiv mit in der Bewegung. Und dann mit der nächsten Ausatmung kommt wieder nach vorne in die Plank und nimmt den linken Fuß nach vorne parallel zum Mattenrand in die Taube. Versucht wieder möglichst 90 Grad Winkel reinzubringen. Ah, wunderbar.
So, die rechte Hüfte möchte jetzt natürlich auch zum Boden. Guckt, dass ihr wieder die rechte Hüfte genauso zum Boden bringt, wie ihr es auf der anderen Seite eben gemacht habt, dass ihr richtig schön parallel seid mit den Hüftknochen. Legt gerne den Kopf wieder auf euren Händen ab, wenn das angenehm ist für euch. Entweder auf die flach auf dem Boden oder zwei Fäuste bilden und dann ablegen. Und versucht wirklich schön parallel die Hüfte zum Boden zu bringen und die Dehnung schön in der Gesäßaußenseite zu spüren. Und nehmt den Fuß gerne nochmal, wenn ihr ein bisschen drinnen seid, und da wird man ja ein bisschen weicher nach einer Weile, nach 30 Sekunden ungefähr, wird man immer schon ein bisschen weicher in den Faszien. Versucht mal den linken Fuß noch mehr in den 90-Grad-Winkel zu bringen und dort zu bleiben. Und das Atmen nicht vergessen. Ja, wunderbar, genau, Tanja. Sehr schön, Lena, Dagmar, super. Genau. Hier bleiben wir nochmal drin für 30 Sekunden. Guckt, ob ihr nochmal tiefer in die Bewegung reingehen könnt. Wunderbar. Dann löst man langsam auf. Genau. Und dann kommen wir einmal in den Z-Sitz. Rechter Fuß ist vorne, links hinteres Mattenende. Ganz genau. Guckt, dass ihr mit beiden Pobacken am Boden seid. Sehr schön. Und jetzt drehen wir uns ein. Jetzt machen wir einmal ein bisschen Rotation. Genau, da kommt das jetzt links vorne, ne? Du gehst dann nach links. Genau. Genau, super. Jetzt haben wir alle rechts vorne. Und jetzt drehen wir uns nach links. Hinten schön in die Rotation. Wir wollen die Wirbelsäule. Genau, rechts. Entschuldigung, nach rechts, Lena. Ganz genau. Da, wo das Knie vorne ist, auf die Seite, drehen wir uns quasi. Und jetzt ziehen wir uns nach hinten, wenn man so will. An dem rechten Bein greift ruhig mit der linken Hand das rechte Bein, Oberschenkel, Knie. Versucht trotzdem mit beiden Gesäßhöckern am Boden zu bleiben. Und dann dreht euch einmal richtig schön nach rechts hinten auf und schaut über eure Schulter, über eure rechte Schulter. Also ich hänge jetzt mit einer Pobacke in der Luft. Ich auch. Ja, okay. Der Weg ist das Ziel. Ja, genau. Trotzdem weitermachen. Ja. Okay. Du kannst auch sonst, weil das finde ich noch schwieriger, wenn du sie auch übereinander machst. Das so. Kann man ja auch machen. Hier finde ich noch schwieriger. Vielleicht ist es für dich besser, weil du da eben mehr Beweglichkeit hast. Da hänge ich eben auch noch mehr in der Luft. Aber ich schiebe sie immer auf meine kurzen Beine. Ja, nee. Nee. Genau, da hängt man noch mehr. Das geht bei mir jetzt besser. Das geht bei dir besser, siehst du? Okay. Mit Dagmar, dann müsstest du dich einmal bis zur anderen Seite drehen. Ja, genau. Warte mal. Wenn du das. Wenn ich den jetzt hier rüber nehme, dann. Ja, genau, Dagmar, genau so. Ja? Nee. Genau, wenn du jetzt so bist, jetzt müsstest du dich nach links drehen, Svenja. Du drehst dich immer zu dem aufgestellten Bein. Genau, so. Das ist nö, bringt nichts. Bringt ja. Nichts, doch. Bringt alles was, ganz genau. Nee, also der Po schwebt trotzdem. Okay. So meine ich das. Achso, haben wir schon Beinwechsel? Nee, haben wir noch nicht. Achso, jetzt bin ich komplett durcheinander. Wir bleiben noch ein paar Sekunden drin. Der Weg ist das Ziel. Ja, man hat meistens so eine Schwierigkeit, beide Pobacken am Boden zu halten. Mir fällt das auch schwer. Aber hier geht es mehr um die Rotation, auch im Rücken.
Wunderbar. So, jetzt kommen wir aber einmal zurück. Einmal kurz Schultern entspannen und einmal Beinwechsel. Linker Fuß ist vorne, rechts hinteres Mattenende. Versuchen wieder Pobacken am Boden zu bringen. Und dann drehen wir uns nach links auf. Lena, du bist, ja, genau. Und versucht wieder hier, zieht euch mit eurer rechten Hand weiter in die Dehnung und nach links hinten. Schaut über eure linke Schulter und versucht hier aufrecht zu bleiben. Versucht trotzdem die Schultern tief zu ziehen, nicht, dass sie zu den Ohren hochwandern. Und richtig schön in den Twist zu gehen und zu atmen. Richtig schön reinatmen. Franzi, wenn du im neutralen Z-Sitz bist, hast du dann beide Sitzbeinhöcker auf dem Boden? Nee, also ich versuche, wenn ich im neutralen, also wenn ich so sitze gerade, meinst du? Ja. Dann ja. Okay. Aber so in der Drehung habe ich auch nicht hundertprozentig meine, also ich habe dann auch das Problem, dass ich hier hochgehe, rechts ja. Zum Beispiel jetzt. Wenn ich neutral sitze, geht es also nach vorne. Das. Aber ihr macht das super. Sehr schöne Bewegungen. Sag mal, alles gut? Oh. Alles kaputt. Von den letzten. Ist kaputt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Gekatert. Oh, jetzt bist du abgehackt bei mir. Was sagst du? Also, entschuldige. Nein, sag nochmal. Ich habe einen starken Muskelkater. Es zieht auch im Bauch, wenn ich dann. Also, es zieht überall. Alles gut. Dann ist Dehnung ja immer gut. Gerade wenn man Muskelkater hat. Genau. So, wunderbar. Schön wäre jetzt noch, ich würde gerne noch auf dem Rücken was machen, wenn ihr irgendwie was Höheres habt, was ihr unter euer Kreuzbein legen könnt. Eine schöne Erhöhung. Genau, hast du, reicht da einer? Müssen wir mal gucken, Dagmar. Genau, irgendwas, was ein bisschen weicher ist, dass es nicht euch wundscheuert am Rücken, soll ein bisschen angenehm sein. The Black Roll oder ein Kissen? Ja, das genau. Hättest du gerne. Muss man gucken von der, also das ist ein bisschen auch von eurer. Zeig mal, was Gefühl. Wir machen sollen. Genau, ich zeige. Nehmen jetzt einfach mal hier ganz prophylaktisch. Es geht wirklich darum, Kreuzbein abzulegen. Oh Gott, Handelscheiben. Das ist ein bisschen sehr. Es geht darum, wirklich schön hier, also möglichst unten, also obere Po-Hälfte kann man fast sagen, eine schöne Dehnung zu bekommen, indem ihr das wirklich oberen Po, unteren Rücken euch das drunter legt, ganz genau. Und schön in die Überdehnung kommt nach vorne. Also schön vorne die komplette vordere Kette einmal aufdehnen könnt. Ich versuche es mal mit der Black Roll. Genau. Ihr könnt das intensivieren, wenn ihr die Arme über Kopf bringt. Kann das schon noch ein bisschen intensiver werden, weil ich den noch länger macht vorne. Ein Black Roll, die wird wahrscheinlich zu doll weggerollen. Das, ne? Das ist zu hoch, da komme ich gar nicht. Nee, geht ganz gut. Nein. Ja, das hängt ein bisschen von der Mobilität ab, wie man es hat und wie sich es anfühlt, ganz genau. Ganz genau. Also ich finde, das ist echt eine schöne Wohltat, so zu liegen tatsächlich. Mach gerne die Augen zu und entspannt. Atmet mal richtig schön tief. Ein und aus. Ganz bewusst tiefe Atemzüge machen wir viel zu selten. Ganz genau. Wunderbar.
wenn die Arme irgendwann einschlafen. Das ist bei mir gerade der Fall tatsächlich. Nein! Dann nimmt sie gerne in Verlängerung zum Körper. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt einschlafen. Aber ich hatte nach gestern, nach dem Workout tatsächlich abends echt, oh, mit mal meine Schultern, also da hatte ich auch das Gefühl, also dann durch diese, weiß ich nicht, ganz Benchpresses und was hatten wir, ich weiß schon gar nicht mehr. Oder die Wallbox oder ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall waren auch meine Schultern irgendwann echt dicht gestern. Genau, bleiben wir noch ein bisschen drin, 30 Sekunden. Atmet schön tief in euren Bauch und Brust. Richtig schön. Richtig schön aufwölben, ganz bewusst. Wunderbar. So, am besten befreit euch aus der Position, wenn ihr die Füße aufstellt, das Gewicht verlagert ein bisschen in die Brücke quasi und dann den Gegenstand unter euch rauszieht. Das ist das Angenehmste, glaube ich. Oh, genau. Einmal hochrollen. Svenja ist mit Kissen. Genau. Das ist, hat leider nicht funktioniert. Das ist wieder runtergesprungen von der Couch. Kommt gerne nochmal, wenn ihr noch Muße habt, in den Schmetterling, sagt man ja so schön. Füße vorne aneinander, Fußsohlen. Ganz genau. Macht euch hier nochmal richtig schön. Zieht euch nochmal ein bisschen lang, dass ihr schön aufrechten Sitz habt. Genau. Wunderbar, zieht euch richtig schön lang. Versucht nochmal die Knie Richtung Boden zu führen. Sehr schön. Kommt noch einmal in den Schneidersitz. Und einmal den linken Arm Richtung Himmel. Und schiebt euch noch einmal zur rechten Seite rüber. Rechte Hand fließt am Boden lang. Und dehnt euch mal hier richtig schön auf. Haltet hier mal für ein paar Atemzüge. Atmet mal richtig schön in die Flanke. Genau, die schön zur Seite öffnen. Nicht nach vorne fallen. Ja, wunderbar. Richtig schön die Seite atmen. So, einmal mit der Ausatmung wieder zurück zur Mitte. Und einmal den rechten Arm zum Himmel. Linker schiebt am Boden lang und macht dich hier nochmal richtig schön auf. Die rechte Seite richtig schön aufdehnen. Und auch hier nochmal richtig schön tief in die Seite atmen. Ganz genau. Komm zurück zur Mitte und dann machen wir noch jede Seite einmal. Linker Arm zum Himmel und nochmal richtig schön in die Seite gehen. Super, sehr gut. Sehr schön. Tiefer Atemzug. Und mit der nächsten Ausatmung wieder zurück zur Mitte. Und dann noch einmal mit dem rechten Arm zum Himmel. Und einmal richtig schön in die linke Seite. Rechte Seite atmen. Nach links rüber schieben, ganz genau. Handrichtung kann nur, die linke Hand kann ruhig am Boden ein bisschen lang rutschen, damit ihr noch mehr an die seitliche Dehnung kommt. Wunderbar. Komm zurück zur Mitte.
Reiß nochmal richtig schön die Schultern über vorne, oben nach hinten, ganz bewusst. Oh, richtig schön. Ja, genau. Und auch mal Seiten, Richtungswechsel. Seitenwechsel ist auch schön. Ja. Kannst du auch so machen. Ja, stimmt. Yeah. Yeah. Genau. Atme nochmal tief ein, nimm die Arme zum Himmel. Vor die Brust, schließt die Hände und klopft euch auf die Schulter. Vielen Dank.